Ja, das ist eine spannende Frage. Schönen Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist ja eigentlich nicht ein Anhänger der Digital Natives, sondern der Robotic Natives. Das ist die nächste Generation. Ja? Und auf die Frage dieses charmanten Spielzeugs hin, würde ich sagen, wir haben in Zukunft natürlich kollaborative Systeme, wo Menschen mit Robotern, mit kollaborativen Robotern immer stärker zusammenarbeiten. Ich würde gerne ein bisschen so auf die Metaebene gehen und ein bisschen was erzählen über die Generation, die quasi solche Spielzeuge und Arbeitswerkzeuge hervorbringt. Wie arbeiten wir in Zukunft? Wie lebt die Generation der Digital Natives, die ja quasi die Vorhut der Robotic Natives ist? Und möchte ich also ein bisschen auf dieser Werteebene hier entsprechend vorgehen. Ganz am Anfang ein bisschen was über die Zeit der Transformation, des Wandels, in der wir alle befindlich sind, und dann ganz konkret auf diese Generation hinbezogen. Diese große Transformation, ja, die wir alle erleben, die eigentlich in vielen Fällen kein linearer Wandel ist, sondern eher mit Brüchen, Umbrüchen, mit Disruptionen, einem der Lieblingswörter und Narrative, zu tun hat. Diese Transformation hat natürlich ganz, ganz stark mit Technologie, aber viel stärker noch auch mit sich veränderten Wertesets zu tun. Ein von mir sehr geschätzter Soziologe, Zygmunt Bauman, hat mal von der flüssigen Moderne gesprochen. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Es fließt nicht wie bei den alten Griechen, ich spreche von den alten, nicht von den neuen, sondern es fließt nicht gemächlich. Ja? Es ist ein reißender Strom heute, der Veränderungen mit sich bringt, der Branchen umkrempelt und wo wir eine wachsende Komplexität beobachten, auch sehr flüssige Identitäten, die ständig in Bewegung sind. Und die großen Treiber, die wir im Hintergrund sehen, sind natürlich gesellschaftlicher Wandel, die Migration zurzeit natürlich dazugehört, das Thema Globalisierung, Urbanisierung, dieses ganze Thema ja, Ressourcenschonung, Optimierung, aber sehr, sehr stark natürlich die Interkonnektivität. Und Interkonnektivität heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur, dass wir Menschen miteinander vernetzt sind, sondern dass immer mehr auch unsere Umwelt, digitale Tools miteinander vernetzt sind. Heute sind es 18 Milliarden Tools, die Maschinen, Sensoren, Chips, die miteinander vernetzt sind. In wenigen Jahren, im Jahr 2020, sind 50 Milliarden unserer Geräte, Tools vernetzt. Das heißt, da spricht dann tatsächlich das auf die rote Ampel zufahrende Auto mit der Ampel und bremst automatisch ab und ähnliches. Das heißt, vernetzte Welt, Menschen zu Menschen, Menschen und das Ambiente. Das Internet der Dinge, meine sehr verehrten Damen und Herren, bringt natürlich gewaltige Veränderungen mit sich. Eines davon sehen wir hier nebenan. Ob das jetzt Industrie 4.0 ist, ob das das selbstfahrende Auto ist, übrigens ein Paradigmenwechsel. Vor, glaube ich, 3-4 Tagen gab es einen Unfall eines selbstfahrenden autonomen Google-Autos, und zwar das erste Mal vom Google-Auto selbst verursacht. Insofern ein Paradigmenwechsel, weil man ja aus der Versicherungsmathematik und aus dem Risikoforschung heraus weiß, dass natürlich Menschen, Fahrer gefährdeter sind, Unfälle zu verursachen als ein automatisiertes Auto. Aber da gibt es natürlich neue Versicherungsmodelle auch zu entwickeln. Smart City, Smart Home, all diese Dinge sind uns ja landläufig ein Begriff, und wir steuern auf eine Welt zu, wo es immer stärker um so eine Digisphere geht, wo Mensch und Maschine immer stärker vernetzt werden, wo das Internet zum Evernet wird, wo der digitale Nomade, über den ich jetzt gleich sprechen werde, so eine Leitfigur des 21. Jahrhunderts wird, und wo im Hintergrund über unter uns diese Cloud ja so die omnipräsente Infrastruktur darstellt, aus der wir Daten holen, in die wir Daten legen, die uns quasi begleitet. Das bedeutet natürlich, dass für diese Digital Natives Arbeit und Freizeit nicht mehr zu trennen sind. Arbeit und Freizeit verschmelzen immer stärker in diesem hybriden Leben,
der Mobile Worker, jetzt spreche ich vom Wissensarbeiter, natürlich nicht von bestimmten Dienstleistungen wie Friseur etc., die sind immer noch natürlich an Standorte gebunden. Aber alles, was mit Wissenstransfer, ja, Knowledge Worker zu tun hat, ja, das sind die Arbeitsplätze unterwegs in der U-Bahn an den Knotenpunkten dieser nomadischen Gesellschaft, wo überall gearbeitet wird. Dazu kommen die Disruptionen, die Industrien, die Branchen verändern. Es ist ja unglaublich spannend, wenn man denkt, das nehmen Sie mal jetzt Airbnb her als Beispiel, wo man eigentlich ein Businessmodell schafft, einer der größten Bettenvermieter der Welt zu sein, ohne eigene Betten zu haben. Also ich benütze die anderen, ja, und das werden wir sehr, sehr häufig sehen bei digitalen Industrien, dass man quasi diese Uberization, man benutzt die anderen, ja, holt sie an Bord und macht, instrumentalisiert sie auch geschäftsmäßig. Ja, all das bringt natürlich eine neue Generation von Menschen hervor, ich nenne es mal die Smart Natives. Wenn man so die Generationen im Gegenüber sich ansieht, dann gibt es die Babyboomer, die heute noch 40% der weltweiten Arbeitnehmer darstellen, also die von 46 bis 64 geboren sind, diese Nachkriegsgeneration, die Generation X, diese, sagen wir, erste mehr oder weniger depressive No-Future-Generation, die drittgrößte weltweite Arbeitsgruppe ist. Und dann die Generation Y, warum, ja, also die alles hinterfragt, nach Sinn fragt, die heute die zweitgrößte Arbeitsgruppe ist weltweit und in den nächsten 5 Jahren zur größten Gruppe aufsteigt. Deswegen müssen wir uns mit der beschäftigen, denn diese Digital Natives verändern, jeder zweite weltweit ist im Jahr 2020, gehört zu dieser Generation, verändern Mindsets, verändern Arbeitsplätze. Die Generation Y, die ältere ist, also 25, 30, und dann kommen die Jungen nach, die Generation Z, die völlig anders ticken und wie immer auch ein Gegenpol in der Wertehaltung zu den zur vorigen Generation ist. Und ich möchte was über diese Generation ein bisschen erzählen, warum die und wo und in welchen Bereichen sie diese Agenten des Wandels sind, wie sie Arbeit und Freizeit verändern, welche auch neuen Beherbergungskonzepte sie nachfragen, wie sie ticken, wie sie arbeiten, wie sie leben. Es ist die erste Generation, die im Netz sozialisiert worden ist. Ja, ich nenne sie also digitale Sozialisten. Die teilen alles, Informationen, Erfahrungen, Bewertungen, das kennen wir von den Portalen, von den Konsum-Hotel-Portalen, wo Bewertungen getauscht werden. Die teilen aber alles. Also vielleicht kennen Sie eines der meistgeklickten YouTube-Videos, glaube ich vor 2 Jahren, wo eine junge, ich glaube sie war Grafikdesignerin in einem amerikanischen Büro, gekündigt hat. Und was hat sie gemacht? Sie hat den Akt des Kündigens mit einem Tanzvideo dargestellt, hat auf YouTube ein Video gestellt, wo sie ihre Kündigung ihrem Chef, ja, in einem Video mitteilt, tanzend. Ja? Also sie teilt mit. Interessanterweise hat der Chef ebenfalls mit einem Video geantwortet, ebenfalls tanzend. Ja? Also das ist diese permanente soziale Feedbackschleife, in der diese Digital Natives in jeglicher Hinsicht sind. Häufig natürlich über digitale, also über Bildvideos, aber generell, ja, in der Feedbackschleife. Ja, wenn ein junges Mädchen heute einkaufen geht, dann steht sie mit ihrem WhatsApp im Shop und holt sich direkte Informationen von ihren Freundinnen, ob sie dieses und jenes Kleid kaufen soll oder nicht. Das heißt, teilen, ja, ist ein wesentliches Grundmittel einer vernetzten Gesellschaft. Das verändert Organisationen. Sie können ja nicht mehr eine Information vertikal von oben nach unten durchschieben, das geht nicht, oder anhalten. Es wird alles mit allem vernetzt und das verändert das Mindset. Es verändert auch sich dahingehend, dass wir hybride Konzepte, ja, Arbeit und Freizeit, die immer mehr ineinander fließen haben, ja, ob das die berühmten ob das einmal solche Coworking Spaces sind, wo Menschen miteinander arbeiten. Wir haben heute in Europa, glaube ich, ca. 2500 solcher Coworking Spaces, eines der ersten hier in Berlin im Beta-Haus, wo so junge Leute quasi ein Großraumbüro
teilen, ja, sie teilen auch das, ja, Desk-Sharing, On-Demand, je nach Bedarf, für eine Woche, für einen Tag, für einen Monat, einen Raum, einen Arbeitsplatz mieten, aber auch da geht es ganz stark um diesen Community-Effekt des Austauschens. Es geht um das Phänomen des Teilens neuer Formate wie Workation, eine Mischung zwischen Work und Vacation, wo es viele dieser digitalen Nomaden gibt, die sagen, ich kann überall arbeiten, ich bin Webdesigner, ob ich jetzt in Köln sitze oder an der Algarve, dort, wo ich noch surfen kann, oder irgendwo in Südspanien, ja, fahre ich lieber in den Süden, da ist es warm. Das heißt, die verbinden Arbeiten und Freizeiten. Es gibt also eine Menge von Portalen für junge Leute, wo sie die besten Hotspots zu günstigen Preisen eben hier sich aussuchen können, wo beides verbunden wird, Arbeit und Freizeit. Ja. Dazu kommt das Phänomen des Social Travelings, wo man auch natürlich hier sich in diesen Peer Groups entsprechend austauscht. Das heißt, es geht eigentlich in Zukunft ganz stark um nicht um das Kollektiv, sondern um das Konnektiv. Ja. Wenn man die alte und die neue Welt gegenüberstellen möchte, dann gibt es einen interessanten Paradigmenwechsel. Früher hat man alleine konsumiert, heute konsumiert man teilt. Ja. Wenn mir ein Lied auf Spotify gefällt, dann teile ich das meiner Community mit. Ja. Früher hat man gehortet, ja, gesammelt, heute tauscht man. Ja. Früher hat man die Sachen weggeworfen, die man nicht mehr braucht. Heute recycelt man es, gibt es in den Kreislauf hinein. Ja? Eine Menge von Portalen, die sozusagen diese Kreislaufwirtschaft an gebrauchten Gütern hier befeuern. Früher hat man Güter besessen. Heute kauft man sich den Zugang zu Produkten. Ja? Also viele, viele Produkte, ob das Mobilität ist wie Car2Go oder andere Mobilitätsanbieter, ob das Streaming-Phänomene sind. Immer mehr Produkte werden digitalisiert und wir müssen sie nicht mehr besitzen. Wir nehmen nur noch den Zugang sozusagen wahr. Ja, aus dem physischen Konsum wird ein digitaler Konsum und der ist nicht immer greifbar, ja, in den seltensten Fällen. Da verändern sich die Kanäle, die Vertriebskanäle, da wird die Crowd sozusagen, ja, ob Crowdsourcing, Crowdfunding, wo unterschiedliche Partner koagieren zu einem ganz wesentlichen Pfeiler. Und es gibt ja schon eine Menge von Seiten wie Innocenti, wo hochwertige Wissenschaftler in wichtige Wissenschaftsthemen involviert sind, wo man ihre Expertise auf den Plattformen einholt gegen Entgelt. Es gibt fast jede Firma hat heute eine Innovationswebseite, wo sie User einlädt, sich Gedanken über ihre Produkte zu machen. Also man delegiert hier sehr, sehr viel, man sourced. Man nützt die Intelligenz der Masse, man könnte aber sagen, man lagert hier sehr, sehr viel an Konsumenten aus. Auf die Arbeit bezogen heißt das, dass sich das Wesen, die Wertigkeit der Arbeit für die Digital Natives dramatisch verändert. Es geht nicht mehr um Statussymbole, ob mein Büro im letzten Stock ist, ja, mit einem tollen Blick über die Stadt, sondern was bringt mir die Arbeit? Ja? Arbeit ist sozusagen der Wert der Arbeit ist eher heute intrinsisch zu sehen. Bin ich motiviert? Bringt es mich weiter? Welchen Sinn, welchen Anteil an meiner Selbstverwirklichung hat die Arbeit? Insofern sind all diese Begriffe, die Sie immer wieder lesen mit Work-Life-Balance, ein Schwachsinn, es geht um Work-Life-Blending. Work-Balance würden die Gewerkschaftler sagen, ja, man muss das schön fein austarieren, ausbalancieren. Das können sie nicht mehr. Es versuchen zwar heute, VW hat das gemacht zum Beispiel, dass sie die Server ihrer Mitarbeiter ab 18 Uhr abschaltet, damit die keine Mails mehr auf ihr Firmenhandy bekommen, damit die Menschen nicht in eine Burnout-Falle ausgebrannt werden, hineingeraten. Das kann man diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich persönlich würde es nicht wollen. Ja, ich möchte lieber in der Badewanne meine Mail, aber jeder muss das für sich wissen. Aber Sie sehen, es sind erste Versuche, mit dieser Mobilität der Workforce auch umzugehen. Aber es geht um eine Überblendung, Work-Life-Blending für diese Digital Natives. Ja? Die sagen, ich möchte Arbeit und Freizeit, aber dann, wenn ich es will. Ja? Ich möchte das selbst bestimmen, ich möchte Karriere und Freizeit aber nach meinen Dafürhalten. 95% der Smart Natives sagen aber auch, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also auch da hat sich natürlich als Reaktion auf die Väter, vor allem die quasi um 23 Uhr ausgebrannt nach Hause kamen, sind das ganz natürliche Reaktionen.
Es geht also um weiche Karrieren, wo man weiß, heute ein wunderbarer Satz einer Zeitredakteurin hier sagt, unsere Karrieren gleiten in Wellen dahin auf Phasen, in denen wir uns voll auf den Beruf konzentrieren, folgen Phasen, in denen wir andere Schwerpunkte setzen. Manchmal fahren wir auch weit weg, sehr weit weg, also ein Sabbatical, wenn man dann Schafe züchtet in Neuseeland, vielleicht nicht mehr wiederkommt, ja, also wo man heute viel stärker lebenszyklische Aspekte in den Vordergrund rückt. Firmen reagieren, indem sie auch ihre Karrieremodelle verändern. Sie bieten an projektorientierte Karrieren, Expertenkarrieren. Nicht jeder muss und will eine Führungskraft werden. Generell ist zu beobachten, dass die Digital Natives eher an der Sache interessiert sind, aber nicht so sehr an der Macht, also an den Führungspositionen. Ja, ihnen geht es um Verantwortung, ja, aber vielleicht eher in der zweiten Ebene. Nicht unbedingt ganz exponiert. Ja, also sind keine Alpha, sind eher Beta-Tiere. Und sie wechseln statistisch alle 18 Monate ihren Job. Ja, also muss ich mir vorstellen, Digital Natives, alle 18 Monate switchen die ihren Job, wenn sie nicht ihre Werte erfüllt finden. Und Werte heißt, das muss die Arbeit, da geht es weniger um Kohle und um Geld, die Arbeit muss mir dienen, dass ich mich selbst weiterentwickeln kann, dass ich etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun kann. 44% der Millennials planen in den nächsten 2 Jahren, ihre Firma zu verlassen. Also dieses Denken in einer Komfortzone, in einer Wellnesszone zu verharren, teilen diese Jungen überhaupt nicht. Ja? Das mag sich natürlich biografisch dann verändern, wenn wir mal in die 40er, 45er Jahre kommen. Ja? Aber es zeigt sich deutlich, dass diese Mobilität ganz stark ist. Überhaupt beobachten wir so ein Ende der linearen Biografien, wo es nicht mehr einen Job von der Wiege bis zur Bahre gibt, sondern wo es eine sehr gebrochene, fraktale, fragmentierte Biografie gibt. Man steigt einmal ein mit Ende 20 in den Beruf, macht die ersten Jahre, wie gesagt, 18 Monate, dann ist man wieder weg, wenn es einem nicht passt. Dann geht man in die nächste Ebene, orientiert sich um. Wir haben heute nicht nur 9 unterschiedliche Arbeitsplätze, heute schon in unserem durchschnittlichen Arbeitsleben, sondern wir wechseln immer stärker und die Jungen noch mehr auch den Beruf. Ja? Also nicht nur Arbeitsplatz, auch Berufe werden gewechselt, sozusagen vom Banker zum Bankräuber und umgekehrt. Das heißt, diese fragmentierten Biografien, wo man dann einmal wieder aufsteigt, ein halbes Jahr, wo man dann später auch und übrigens immer länger im Berufsleben bleibt, ja, also in Zukunft können Sie davon ausgehen, dass Sie bis 70, 72 mindestens bis zur Rente arbeiten werden, zum Teil freiwillig, zum Teil unfreiwillig, wo man dann in späteren Jahren so langsam aus dem Berufsleben herausgleitet. Die Amerikaner nennen das Semi-Retirement, ja, hier ein Projekt, dort ein Halbtagsjob, ja, aber so langsam herausgleiten, aber das wird sicher nicht vor dem 70. Lebensjahr passieren. Also fragmentierte Biografien, die generell so mit ein Virus auch sind, den diese jungen Digital Natives in die Welt setzen. 2025 wird die Mehrheit der Jungen immer noch zwar an fixe Jobs haben, ja, aber was deutlich zunimmt, sind all diese Cloud-Worker, die also quasi wie früher die Tagelöhner ihre Arbeitskraft in den digitalen Click-Worker, wie die Plattformen alle heißen, sich verdingen. Ja, das sind also nichts anderes wie Plattformen, wo man seine Arbeitskraft entsprechend anbietet. Alles, was kurzfristig ist, was provisorisch ist, ich sage nicht, was prekär ist, aber was provisorisch ist, das ist ein klares Kennzeichen dieser Digital Natives. Der Wechsel des Arbeitsplatzes, der Wechsel, die Mobilität, ja, also diese serielle Monogamie auf Partner bezogen, auf Jobs bezogen, die nimmt ganz, ganz deutlich zu. Manche machen es auch nebeneinander. Das verlangt natürlich, dass die Unternehmen agiler werden, ja, dass quasi zu dieser, sie werden agiler und kleiner, der Kern des Unternehmens schmilzt zu einem kleinen Core-Team, wo man die klaren strategischen Funktionen besetzt hat, Marketing etc., strategische Planung. Und rundherum wird alles ausgelagert, was auslagerbar ist, in Mikrounternehmen, in Netzwerkpartner. Und in der dritten Stufe sind dann sozusagen die Start-ups, die da herumschwirren. Also es gibt völlig neue, sehr fluide Systeme in dieser Arbeitswelt von morgen, wo die Digital Natives eigentlich sehr behende unterwegs sind. Ja?
die Arbeit wechselt und bewegt sich einerseits zu den Kunden. Wir alle machen übernehmen Arbeit. Ja. Banken sind ein typisches Beispiel. Ja. Da wandert die Arbeit zu den Kunden hin. Wir übernehmen immer mehr Arbeit für andere, ja, für Unternehmen. Und die Arbeit wandert aber auch zu Unternehmen, die eine sehr smarte IT-Struktur haben. Ja, also Uber. Ja. Ich brauche keine eigenen Taxis, sondern ich nehme die Autos der anderen. Das ist ein typisches Modell einer digitalen Wirtschaft. Wenn Sie die wichtigsten Fähigkeiten der Arbeitskräfte von morgen sich ansehen, gab es gerade eine Untersuchung, die auf dem World Economic Forum in diesem Jahr vorgestellt wurde. So ist der Unterschied 2015, 2020 der, dass die Komplexität der Probleme immer gleich hoch bleibt. Ja, also die bleibt konstant. Das ist ein Riesenproblem, Komplexität zu reduzieren. Deswegen haben wir solche Figuren wie den Mario-Algorithmen, die uns das Leben erleichtern. Das kritische Denken wird wichtiger, aber auch die Kreativität. Das bedeutet, dass wir, um die Komplexität zu reduzieren, an den Arbeitsplätzen viel mehr Kreativität in Zukunft brauchen und viel mehr abseits des Mainstreams denken müssen. Ja, Musterbrecher, nicht Querdenker, ja, die Muster brechen, Gamechanger. Vernetzt sind wir natürlich von allen Seiten. Virtuelle, stationäre Kanäle fließen ineinander, on und offline verschmelzen, eine augmented reality. Also der Mensch von morgen ist hyper-connected. Ja. Hat natürlich ein Riesenproblem, das kennen Sie vielleicht bei Ihren Kindern oder bei den jungen Leuten in Ihrer Umgebung auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer mehr sinkt. Ja. Also dieser riesen, mega Overflow an Information, den wir im Netz haben, dieser Medienkonsum, der macht uns verrückt im Endeffekt. Wenn Sie an Apps denken wie Vine, wo man Videoclips mit einer Dauer von 6 Sekunden produziert. Kein Videoclip dauert länger als 6 Sekunden. Mehr an Aufmerksamkeit schafft diese Generation nicht mehr. Ja? Da muss ich mir natürlich überlegen, als Arbeitnehmer, wie erreiche ich diese Generation? Also wir konsumieren in Fragmenten, ja, nur noch Tunnelblicke. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Blendl abonniert, einen deutschen Medienkiosk, der filtert vom Algorithmus her auf meine Bedürfnisse hin Artikel von 20, 30 überregionalen Zeitungen und schickt mir die jeden Morgen zu und ich klicke an, was ich will. Algorithmisch auf meinen Lifestyle hin konfiguriert. Ist natürlich sehr praktisch, aber das bringt einen Tunnelblick mit sich, wo man sehr verengt, ja, durch die Welt läuft. Wenn man nur noch algorithmisch sich die Kleidung besorgt, die einem ein Digital Butler auf den unterschiedlichen Portalen empfiehlt und, und. Also dieser Overload an Information, ja, glaube ich, bringt noch einige massive Probleme mit sich. Hyperconnected heißt aber auch, in einer permanenten Feedbackschleife zu sein, wo sich junge Menschen auch das von ihren Arbeitgebern erwarten, ja, permanent ein Feedback zu bekommen. Wenn alles sich ständig bewegt, dann heißt das auch, Wissen muss anders kommuniziert werden. Ja? Wissen muss spielerischer, interaktiver kommuniziert werden. Ein, finde ich, sehr, sehr schönes Beispiel für ein Gamified Learning ist das, was Sie hier sehen, in einer Schule in Osten Österreichs. Also in Osten Österreichs gibt es eine Region, die so Rollkoffer für Lehrlingsberufe haben. Was Sie hier sehen, ist ein Rollkoffer für Köche, ja, für den Lehrlingsberuf eines Kochs. Da sind alle Dinge enthalten, die ein Koch quasi braucht. Mit diesem Koffer fahren Sie in die Schule hin, ja, Bildungsberater in die Turnhallen, und die jungen Leute können da quasi dann vor Ort, ja, spielerisch sich der Instrumente des Kochs bedienen. Das Gleiche gibt es für Malermeister, für Schreiner und. Ja. Also so ein Gamified Learning, aber mehr wie in kleinen Happen schafft das diese Generation nicht. Ja? Die große Erzählung schaffen sie nicht mehr, sondern Bite-Size Learning. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus dem Tourismus zeigen, was ich an sich sehr gut für die Tourismusbranche finde, Micro-Learning. Wenn Sie an der Rezeption sitzen, junge Mädchen, junge Leute, die manchmal so ein Zeitfenster frei haben, dann geht es eigentlich darum, wie kann ich mein Wissen erweitern, ja, über den Betrieb, über die Destination.
Und immer mehr Unternehmen greifen insofern darauf zurück, dass sie auf das Unternehmen hin zugeschnittene Lernprogramme, meistens für das Smartphone hin, entwickeln. Da switcht man sich in einem Multiple-Choice-Akt von einer Frage zur nächsten durch. Nur wenn ich die Frage richtig beantwortet habe, ja, was sind die besten Weine meiner Region beispielsweise, dann komme ich zur nächsten. Also das ist genau dieses Bite-Sized Learning, diese Geschwindigkeit, dieser Informationsfluss, den diese junge Generation verträgt und der auch für diese fragmentierte Wissensaufnahme steht. Ja. Es wird immer mehr in hybriden Systemen gearbeitet, ja, Coworking Spaces, wo man Kaffee trinkt, Communities miteinander baut. Inzwischen gibt es aus dem Coworking Space einen Co-Living Space in Amsterdam oder auch in Kopenhagen solche Projekte wie hier, wo man sagt, Menschen, junge Leute, diese Digital Natives, die sind 3-4 Monate unterwegs, die wohnen hier gemeinsam, die arbeiten gemeinsam. Also auch so ein Community, eigentlich könnte man sagen, eine Renaissance der WGs der 70er Jahre hier in Berlin auf Digital Natives hin konzipiert, ja, wo es auch neue Hotelkonzepte gibt. Ich wohne in Wien, da gibt es seit einem Jahr das Hotel Shani, das als erstes Hotel den umgekehrten Weg ging und ein Coworking Space in das Hotel integriert hat, ja, mit Fraunhofer noch dazu gemeinsam arbeitet, ja, also auf diese digitalen Nomaden hin konfiguriert. Und eigentlich ein spannendes Konzept, weil ich das Hotel nach außen öffne. Ja, es kommen auch Leute aus der Umgebung hereinarbeiten. Hotelgäste arbeiten, halben Tag oder was auch immer. Also das sind ganz, ganz übliche Konzepte in Zukunft, wo wir auch diese Hotelformen aufbrechen sehen. Ja, im städtischen Bereich zuerst, aber das kommt natürlich auch verstärkt in die Ferienhotellerie. Neue Statussymbole, auch dieser Digital Natives, das heißt einerseits dieses Arbeiten und Freizeit an globalen Hotspots immer unterwegs, ja. Kuratierte Erlebnisse, wo es darum geht, ich erlebe etwas, was mir in meiner Community entsprechend empfohlen wird. Ein bisschen ein verhaltensauffälliger Lifestyle, sage ich mal, von veganem Fitnessstudio bis zu Paleo-Gastronomie. Also es muss irgendeine besondere Story auch dahinter stecken, nur dann macht man es. Ja? Interessant, dass man Urlaub dann macht, wenn die Locals für einen selbst die Urlaubserlebnisse kuratieren, vorgeben, ja, über Algorithmen, über Lifestyle-Algorithmen, quasi wie hier Nektar and Pulse, wo junge Leute über Local Soulmates tief in städtische Destinationen eintauchen. Denn eines ist wichtig, Erlebnisse sind für diese Generation wichtiger als Produkte, ja. Prestige bekomme ich dann, wenn ich quasi eine Story um ein Produkt herum erzählen kann. Und wenn es so eine Seife ist, wie hier, ich habe schon vor Jahren in Chicken Basic, einem ganz witzigen Designhotel in Barcelona mitgenommen, ja, this is the cutest soap that you will steal from a hotel, enjoy it. Ja. Das sind so kleine Gadgets, die man mitnimmt, ja, die eine Experience geben. Das heißt, dieses Mindset dieser Digital Natives, ja, ist sehr, sehr stark durch smarte Technologien bestimmt, durch Teilen, durch Kollaboration, ganz, ganz wichtig, durch eine Selbstoptimierung, man arbeitet immer stärker am Selbst, ja, Selbstoptimierung und durch eine Überlappung von Arbeit und Freizeit. Die nächst darauffolgende Generation, die Generation Z, ja, die jetzt so langsam kommt, die tickt natürlich ein bisschen einerseits in derselben Richtung, andererseits greift sie sozusagen Gegensätze auf. Ja, sie wissen ganz genau, dass die Demografie auf ihrer Seite ist. Das heißt, man sucht in Zukunft händeringend Talente. Das macht sie auch innerlich stark und unbekümmert. Die suchen Sinn und ein gutes Einkommen. Ja, das ist den Natives weniger wichtig, den Digital Natives. Und haben eigentlich so ein Performance-Denken. Ja, das heißt, in Zukunft, was deutlich für diese Generation zu sehen ist, keine Loyalität, ja, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die switchen sofort, wenn es nicht passt, ja, so nach dem Motto, you only live once. Sie wollen klare Strukturen, interessanterweise die ganz Jungen, heute 20-Jährigen, warum? Öffentlicher Dienst ist sehr begehrt, ja, weil er Sicherheit bietet, ja, große Firmen, ja, beliebtesten Arbeitgeber, ja, BMW und so weiter. Ja, sehr pragmatisch, der Job ist
dient dem Lebensunterhalt, aber nicht mehr. Ja, da geht es nicht mehr um Sinn unbedingt, ja, und um Sinnsuche, solche esoterischen Themen wie für die Digital Natives. Ja, und sie halten mit einem gewissen Zukunftsoptimismus sich die Probleme von Leib. Was heißt das abschließend für Arbeitgeber? Das heißt, das Thema Flexibilität am Arbeitsplatz ist ganz entscheidend. Diese Augmented Reality, wo wir mit Robotern in Zukunft zusammenarbeiten, Coworking, ja, mit humanoiden oder nicht humanoiden Robotern auf allen Kanälen, digital, stationär, wo es ein sehr elastisches, denke ich, lebenszyklische Herangehensweise geht, mit Diversität, ja, in den Firmen umzugehen, dass die Generation Y ganz andere Schwerpunkte hat wie die Generation Z, das heißt Selbstverwirklichung, Work-Life-Blending, auch sehr stark eine Performance-Orientierung, das haben die ganz Jungen überhaupt nicht, ja, die pfeifen darauf, auf Deutsch gesagt. Ja. Also Diversität zu schaffen, Teams, alt, jung, Mann, Frau, ja, unterschiedliche Kulturen, ganz, ganz zentral wichtig und natürlich auch so dieses Lebenszyklus-Denken ist, glaube ich, ganz was Wichtiges in den Firmen. Warum soll man das machen? Der CEO wird gefragt, what happens if we invest in developing our people and then they leave us? Ja, der CEO antwortet, what happens if we don't and they stay? Ja, in diesem Sinn, alles Gute. Dankeschön.